Schanzer zu mir. Moment, Tonbauer. Aber jetzt sind sie weg. Ja, okay. Hallo, lieber Münchner. Ja, jetzt wie geht's euch? Mir geht's jetzt relativ wieder gut. 8 Wochen lang hatte ich beinahe eine Depression. Wir haben uns in den letzten 2 Wochen so mit Eis als Beschäftigungstherapie und seit heute endlich mal sehr froh und sehr glücklich darüber. In halbwegs natürlich muss ich dazu sagen, weil die Auflage ist irrsinnig und das Ganze macht uns nur noch mehr Stress und mehr Aufwand, was nötig ist. Aber ich bin trotzdem alle sehr froh. Ihr seid alle willkommen hier, lieber Münchner. Und ich erwarte auf euch hier. Danke euch. Wie haben Sie denn diese Wartezeit überlebt? Was waren das für Gefühle, die in einem hochkommen? Ja, die Gefühle waren gemischte Gefühle. Wie lange das dauert erstens, dann sich hineingezogen und ja, und dann die Ängste wurden immer mehr, immer mehr. Und dann hat es angefangen, mal sich buchstäblich ein bisschen eine Depression anzuholen. Ja. Und deswegen gut überstanden. Also bin ich froh darüber. Und wie haben Sie die Depression dann ausgesessen? Oder? Wie gesagt, ich habe mich beschäftigt mit hier vorne Eisverkauf und Papanini als Beschäftigungstherapie. Und da habe ich ein bisschen vom Geschäft war nicht die Rede, aber für die Therapie war es gut. Und wie viele weniger Plätze haben Sie jetzt hier? Oh, einiges. Von 900 haben wir 280 jetzt erreicht. Insgesamt aber. Hier vorne am Platzl und im Biergarten. Die waren 900 Plätze insgesamt. Hier haben wir jetzt nur noch 280 Plätze insgesamt. Wirtschaftlich ist also auch zwei Drittel sind weg. Wirtschaftlich auch eine Herausforderung? Ja, das ist eine mehr als eine Herausforderung. Das ist eine Katastrophe, weil ich weiß nicht, wie es weitergeht. Die Perspektiven sind so gut wie null. Und ja, und die Leute, nehme ich an, sind eh alle bleiben, aber ich hoffe, mein Publikum wird mir trotzdem treu bleiben. Und was glauben Sie, wie lange geht diese Einschränkung noch, bis wir wieder einen Normalbetrieb haben? Haben Sie ein Gefühl dafür oder Wünsche? Also meine Wünsche werden, dass ab Montag schon alles vergessen, das soll also noch nie passiert werden. Aber ich vermute, das werden sich, weil die Regierung hatte jetzt einen Zug genommen, und steigen Sie nicht so schnell und nicht so leicht ab. Das ist meine Gefühle. Bei aller Respekt. Okay. Jetzt noch offiziell der Name kurz. Pino Crocamo. Okay. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch.